Wie Sie sich im Node-RED-Editor der W&T Rulebox zurechtfinden. Floß und Knoten benutzen und hinzufügen, Visualisierung erstellen. Den Node-RED-Editor der Rulebox erreichen Sie über einen Klick auf den entsprechenden Link auf der Rulebox-Übersichtsseite. Der Node-RED-Editor öffnet sich in einem neuen Fenster. Der Node-RED-Editor ist grundsätzlich in drei Bereiche aufgeteilt. Links finden Sie eine Liste mit installierten Knoten oder auch Nodes, die Sie für Ihre Anwendung nutzen können. Diese sind entsprechend ihrer Funktion in unterschiedliche Kategorien untergliedert. Wenn Sie mit der Maus über einen Node fahren, sehen Sie eine Kurzbeschreibung zur Funktion, die Ihnen die Auswahl erleichtert. In der Mitte des Node-RED-Editors befindet sich die Arbeitsfläche der verschiedenen Anwendungen, auch Flow genannt. Ab Werk ist ein Beispiel-Flow bereits angelegt, der Ihnen mithilfe eines Webthermometers die Außentemperatur des W&T-Firmengebäudes in Wuppertal im Dashboard anzeigt. Mit dem Plus-Symbol an der rechten oberen Ecke der Arbeitsfläche lassen sich neue Flows hinzufügen. Mit dem rechts daneben liegenden Listensymbol lässt sich eine Übersicht der zur Verfügung stehenden Flows anzeigen. Auf der rechten Seite des Node-RED-Editors befindet sich eine Informationsspalte, die Ihnen je nach Arbeitsschritt die verschiedenen Informationen zu den von Ihnen ausgewählten Elementen anzeigt. Ziehen Sie einen Node aus der Liste auf die Arbeitsfläche und fügen Sie diesen somit zu Ihrer Anwendung, Ihrem Flow, hinzu. Die Informationsspalte liefert Ihnen nun bei markiertem Node grundsätzliche Informationen zu den nutzbaren Eigenschaften sowie eine ausführliche Hilfe zur Verwendung. Nach einem Doppelklick auf den Node öffnet sich eine neue Spalte, die Ihnen die Möglichkeit gibt, die verschiedenen Eigenschaften passend für Ihre Anwendung anzupassen. Beim W&T Digital In Node sind dies die IP-Adresse des Gerätes, welches Sie überwachen möchten, und die jeweilige Klemmnummer am Gerät. Im Feld Topic können Sie weitere Informationen hinterlegen, welche der Knoten mitsenden kann. Der Text im Feld Namen benennt und identifiziert den Knoten auf der Arbeitsfläche. Zusätzlich finden Sie in der Informationsspalte rechts oben zwei weitere Symbole. Zum einen finden Sie hier eine Debug-Ausgabe, welche Sie auf mögliche Fehler oder Probleme hinweisen kann. Des Weiteren befindet sich hier die Übersicht des Layouts Ihres Dashboards. Geben Sie hier an, wie und wo Ihr Flow im Dashboard angezeigt werden soll, sofern Sie Visualisierungselemente in Ihrer Anwendung nutzen möchten. Das Dashboard erreichen Sie über den entsprechenden Link auf der Rulebox-Übersichtsseite. Das Dashboard öffnet sich nach einem Klick in einem weiteren Fenster und zeigt die von Ihnen ausgewählten Visualisierungselemente an. Nachfolgend zeigen wir Ihnen in wenigen Schritten, wie wir die Beispielanwendung erstellt haben, die ab Werk in der Rulebox installiert ist.